Aus dem Bundestag, 2. Januar 2017, nochmal ein schönes Jahr für Sie. Ich hoffe, Sie sind gut reingekommen. Zweiter Tag schon, da ist man ja schon wieder dabei zu planen für das ganze Jahr. Zu Gast bei mir ist Martin Burkhardt. Er ist SPD-Bundestagsabgeordneter aus Nürnberg. Aber ganz wichtig ist seine Funktion. Er ist Vorsitzender des Verkehrsausschusses im Bundestag. Und da ging es um BER. Wir haben eben zwei Dinge festgehalten. Erstens, Eröffnung mit großer Wahrscheinlichkeit 2018. Erstes oder zweites Quartal? Ich bin schon froh, wenn es klappt, gerne auch im zweiten Quartal, aber der Termin muss, wenn er jetzt genannt wird in den nächsten Wochen, dann muss er stehen und es muss funktionieren, das ist die Hauptsache. Also 2018 halten wir fest und dann haben wir einen Volksentscheid zur Offenhaltung von Tegel. Da haben wir jetzt festgestellt, sehr, sehr kompliziert wird es werden, wenn die Stimmen zustande kommen, Tegel offen zu halten, weil es noch zwei andere Partner gibt. Das können wir nicht diskutieren, aber ich bin sicher, wir werden uns im neuen Jahr noch viele, viele Male treffen, um genau über diese Frage zu diskutieren, denn das wird Berlin ja nochmal auf den Kopf stellen. Denn es gibt diese drei Partner, der Bund, Brandenburg und Berlin, und wenn ein Partner sagt, wir führen das fort, und die anderen sagen nein, dann wird es spannend. Das wird sehr spannend, ob man sich dann rauskaufen kann, ich weiß nicht, weil es ist, betrifft ja Berlin. Wird dann ja nochmal teuer. Man wird sehen, ja. Ja, und der dritte Punkt ist, der ist auch noch nicht geklärt, nämlich ob Tegel möglicherweise Regierungsflughafen bleibt. Ja, ich persönlich halte es für nachdenkenswert, weil Regierungsgäste, vor allem wenn sie in Schönefeld landen, also verkehrlich ist das hochproblematisch, oder man setzt einen Shuttle mit Hubschraubern ein, das wäre die andere Alternative, aber da kommt natürlich wieder der Lärmfaktor und alles dazu, also von daher schauen wir mal, sagt man bei uns also in Bayern. Also auch noch offen, auch noch nicht geklärt. Alles, was viele Leute dachten, ist geklärt, Tegel wird dicht gemacht und damit war es, ist beileibe nicht so. Das Jahr 2017 wird noch spannend. Wird spannend. Verkehrsausschuss, habe ich vor der Pause gesagt, hat noch vieles andere zu tun. Sie kümmern sich auch um die maroden Straßen, Bundesautobahnen. Ja, was ist denn eigentlich los in unserem Land? Alle sagen, die Brücken halten nicht und die Autobahnen, die wollen wir privatisieren, wir haben kein Geld. Ich habe manchmal das Gefühl, da blickt überhaupt keiner mehr durch. Und ich hoffe inständig, Sie tun das. Also wir haben den Durchblick und wir haben vor allen Dingen eine finanzielle Grundlage, die gesichert ist. Wir geben in den nächsten 14 Jahren jetzt 270 Milliarden Euro aus, die finanziert sind. Wir haben einen Bundesverkehrswegeplan und in der Tat, die Achillesferse sind die Brücken. Bei Bahnbrücken sind von 25.000 sind 9.000 älter wie 100 Jahre, die jetzt auch erneuert werden müssen zum Großteil. Und wir haben bei den Straßenbrücken eine falsche Kalkulation. Die halten keine 70 Jahre, die halten 40 Jahre. Wir wissen, wieso haben wir eine falsche Kalkulation? Ja. Wurde der Staat betrogen durch falsche Zusagen? Nein, oder wurde der Beton ein bisschen anders gemischt oder was? Die Verkehrsprognosen falsch eingeschätzt. Die LKWs sind schwerer geworden. Wir haben mehr LKWs über die Brücken, wir haben mehr PKWs. Das hat man damals alles anders prognostiziert. Und wir wissen aus den Prognosen bis 2025, dass wir noch einmal eine Steigerung beim LKW von 38% erfahren. Und beim PKW sehr unterschiedlich in Deutschland. Hier im Großraum Berlin eine Steigerung von 8%, aber im Land Bayern sogar 30%. Währenddessen in Mecklenburg-Vorpommern der PKW-Verkehr sogar abnehmen wird. Und die Brücken sind die Leidtragenden und von daher kann man nur den Hut ziehen vor den großen Baumeistern, die damals Brücken gebaut haben für Eisenbahnen, die jetzt schon 100 Jahre und älter sind. Und muss ich denn Angst haben jetzt, wenn ich über so eine Brücke fahre, die 70 Jahre alt ist? Nein, es wird rechtzeitig gesperrt. Wir haben das ja im Rheintal jetzt erlebt. Die Leverkusen, in Leverkusen, das ist ja deutschlandweit bekannt, die Brücke. Aber wir reden darüber, in eine Bundesfernstraßengesellschaft zu gründen. Das ist ein hochkomplexes und schwieriges Thema, das man ausgliedern möchte. Der Bundesfinanzminister möchte es nicht mehr in seinem Haushalt haben. Und das wird eines der ganz schwierigen Themen jetzt in diesem Jahr. Und dann sind wir beim Stichwort private Autobahn, wie in Frankreich, wo ich, wenn ich dahin fahre, jedes Jahr in Ferien ordentlich Maut bezahle. Ja, also wir haben verhindert, da bin ich auch froh, dass... Wie ist die SPD? Die SPD, der Vizekanzler Sigmar Gabriel als Wirtschaftsminister und Parteichef auch deutlich gemacht hat, dass es keinen Verkauf geben wird von Tafelsilber.
Die Aktiengesellschaft ist auch vom Tisch, aber es kann durchaus passieren, dass man eine GmbH gründen möchte für die Bundesautobahnen und für die Bundesstraßen. Dann müssten die Länder entscheiden, ob sie die Straßen vom Bund verwalten lassen, und zwar von der Planung bis zum Bau. Das ist eine Reform, ähnlich wie die Bahnreform, also keine Kleinigkeit. Und das jetzt noch bis Ostern in Grundgesetzänderungen zu packen, das ist schon eine riesen Herausforderung. Das ist mir eigentlich alles egal, wer das verwaltet und wer das macht. Mich interessiert nur eine Frage: Muss ich demnächst, wenn ich auf einer Bundesautobahn von Berlin nach Hamburg oder nach Hannover fahre, Maut bezahlen? Ja, hier kommt die Maut. Wir haben es lang genug gehört, ich kann es bald nicht mehr hören. Also man ist in Brüssel ja ans Ziel gestolpert, hat jetzt grünes Licht für die Ausländermaut. Da hat keiner mit gerechnet. Ne? Was da an Geld bleibt, werden wir sehen. Also man hat ja Einführungskosten von 200 Millionen, man hat mal 700 Millionen erwartet. 200 Millionen abgezogen, 500 Millionen. Jetzt werden die deutschen Autofahrer noch einmal entlastet, um 100 Millionen sind wir bei 400 Millionen. Und dann hat man Vignetten geschaffen ab 2,50 Euro. Auch da geht es nochmal steil nach unten. Der Bundesrechnungshof geht sehr kritisch damit um, ob dann noch 100, 150, 200 Millionen übrig bleiben. Die sind für den Haushalt relevant. Dann frage ich doch den Vorsitzenden des Verkehrsausschusses im Bundestag, was soll denn dieser ganze Quatsch? Ja, wir waren immer für die Lkw-Maut, die kommt. Also 2018 im Sommer wird für alle Bundesstraßen 40.000 Kilometer der Lkw bemautet. Ist auch gut, weil der Ausweichverkehr über die Dörfer dann auch aufhört. Bei der Pkw-Maut waren wir nie Freunde. Das ist eine Koalition, bringt so etwas mit sich. Wir haben es dann mitgetragen, ja, unter Herr der Seehofer Prämisse. Wollte es unbedingt, ne? Aber unter der Prämisse, das Kanzlerinnenwort gilt, kein deutscher Autofahrer wird mehr darüber hinaus belastet. Und dabei bleibt es. Und dann werden wir sehen, wie man sich jetzt im Wahlkampf verhält, ob man das wieder ausschließt. Ich habe das von der CSU noch nicht gehört. Also die Gefahr ist immer noch, dass am Ende in der nächsten Wahlperiode alle deutschen Autofahrer bemautet werden. Jetzt erfolgt ja die Entlastung über die Kfz-Steuer. Naja, nächste Wahlperiode stellt die SPD ja einen Kanzler, nicht? Ich hoffe sehr. Jetzt will ich mal hören von Ihnen, wer es wird. Diesen Monat, Ende Januar, nicht, hat die SPD angekündigt, soll es ja nun bekannt gegeben werden. Ja, ich bin erst mal froh, dass wir viele Persönlichkeiten haben, denen man es zutraut. Auch die Kanzlerkandidatur und die Kanzlerschaft in Deutschland, bei der Union beschränkt sich das auf Frau Merkel, die stark unter Druck ist. Das hat der CDU-Parteitag gezeigt. Sie ist auch nicht mehr in allen Themen eins mit ihrer Partei. Ich glaube aber trotzdem, dass sie den Ehrgeiz hat, Helmut Kohl in der Verantwortung beerben zu wollen, was die Länge angeht. Wer hätte das gedacht, ja, als Frau Merkel von Herrn Kohl das Mädchen genannt antrat? Und dass sie Herrn Kohl mal in der Dauer der Kanzlerschaft überholen könnte. Es gibt viele, und auch ich sage, es hat sich eigentlich ausgemerkelt, aber der Wähler hat es zu entscheiden, ja. Und deswegen wird es ein spannendes Jahr mit den Wahlen jetzt in Schleswig-Holstein, aber auch dann in Nordrhein-Westfalen und dann die Bundestagswahl im September. Ja, Nordrhein-Westfalen wird wohl die wichtigste Wahl, weil bevölkerungsreiches Land, ja. Ja, wer da wird. Aber Sie haben jetzt elegant umschifft von den vielen guten Kandidaten, die die SPD hat. Wir haben gute Ministerpräsidentinnen und Präsidenten, die in der Lage sind. Ja, ich kann nicht verstehen, dass man, wenn man vor Ort im Land gewählt ist, dass man dann auch Verantwortung tragen muss. Hannelore Kraft tritt in Nordrhein-Westfalen im Mai an. Und von daher kommt sie sicher nicht mehr in Frage für eine Bundeskanzlerwahl dann. Anders wie damals Schröder, wo er die Niedersachsenwahl ja genutzt hat, um ihn dann für die Kanzlerschaft auch vorzubereiten. Und das ist ja gelungen. Aber wir haben gute Leute. Ich bin froh, dass Martin Schulz von Brüssel nach Berlin geht. Auch Spitzenkandidat wohl wird in Nordrhein-Westfalen, in den Deutschen Bundestag einziehen wird. Er ist außenpolitisch, macht er das meisterhaft. Aber innenpolitisch hat er bisher noch nichts vorzuweisen. Ja gut, ich meine innenpolitisch klar. Aber er hat einen Europawahlkampf geführt, hat die SPD da auch nach vorne gebracht, auch prozentual. Und ich sage mal, wir legen die Themen ja fest in der Partei, die man sich auf wenige beschränken. Ich glaube, das Mieten und Wohnen eine große Rolle spielen wird, auch die Zukunftsfragen, das Rentensystem in Deutschland, auch die Gesundheitssysteme. Das sind Dinge, die die Menschen schon berühren und natürlich die Außenpolitik. Sie haben ja jetzt schon eigentlich ein paar Punkte genannt aus dem Wahlprogramm der SPD. Wo liegt denn da für Sie der Schwerpunkt? Sie müssen das ja immer, wenn Sie in Ihrem Wahlkreis sind, Ihren Wählerinnen und Wählern erklären, warum die Mieten steigen
Und zwar also, so schnell steigen, warum wir so wenig Wohnungen haben. Ja, es ist entscheidend, dass die SPD mitregiert, weil die Sozialversicherungssysteme insgesamt reformiert werden müssen. Wir müssen uns vorbereiten auf die nächsten Generationen 2045. Und es kann nicht sein, dass am Schluss Arbeitnehmer 31% für die Sozialversicherungssysteme bezahlen und darüber hinaus noch einmal steuern. Dann bleibt ein Drittel des Lohnes übrig. Da müssen wir etwas anders machen. Und darüber hinaus ist Mieten und Wohnen, auch hier in Berlin vor allem, das Top-Thema. Wir brauchen sozialen Wohnungsbau, wir brauchen Wohnungsbau für den Mittelstand, wir brauchen Eigenheime. Da muss etwas getan werden. Wir brauchen bezahlbaren Wohnraum. So ist es. Und die Frage ist, wie kriegt man das hin, wenn die SPD das zu ihrem Wahlkampfthema macht? Zum Beispiel habe ich doch als junger Mann, als ich meine erste Wohnung gekauft habe, ein Paragraphen 7b gekannt. Den gibt es nicht mehr. Da gab es eine Vergünstigung für Familien. Wohnheimförderung, da denkt man ja jetzt drüber nach. Das waren jetzt die Themen für die nächsten. Das war die gute Nachricht. Für die nächsten Monate sein. Wir haben das Programm Soziale Stadt. Wir haben die Genossenschaften massiv unterstützt. Wir brauchen genossenschaftlichen Wohnungsbau. Der hat sich bewährt in Deutschland. Wir müssen aber auch die Eigenheimmöglichkeit belassen. Es wird ein gutes Jahr, glaube ich, bei denen, wenn das alles wahr wird. Ja, wir haben Wahlkampf und dann muss man mal gucken, was im September noch übrig bleibt. Wir halten fest am zweiten Tag des Jahres 2017 ein tolles Gespräch mit Martin Burkhardt, Vorsitzender des Verkehrsausschusses im Bundestag, SPD, Abgeordneter aus Nürnberg. Ganz wichtig, BER, wahrscheinlich, große Wahrscheinlichkeit, zweites Quartal 18, letztmögliche Termin, aber da glauben Sie dran. Tegel, möglicherweise großer Ärger, wenn der Volksentscheid ausgeht, aber Regierungsflughafen auch möglich. Also, vieles passiert in diesem Jahr und vor allen Dingen im September die Bundestagswahl. Sie treten wieder an. Spannendes Jahr, ja. Jawohl. Ich trete an in Bayern. Feiern Sie noch heute am 2. Januar und ab morgen geht es dann wieder normal los. Bis dahin, wir sehen uns wieder. Wie immer, jeden Montag, 20.15 Uhr, auch im Jahr 2017. Bedanke mich, dass Sie da waren, bedanke mich bei Ihnen und tschüss.